Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Tales of Graces F. Ja, im letzten Part haben wir zusammen mit Sophie und Richard einen Freundschaftspakt geschlossen, nachdem wir nur fast den Tod entkommen sind, also von der Klippe runtergefallen sind, und wir aus unbekannten Gründen trotzdem überlebt haben. Und was aber noch viel wichtiger ist, der Typ hier hat einfach den Titel wieder gewechselt, wo ich hier eingestellt habe. Das macht mich fertig. Der macht mich fertig. Nein, lasse ich jetzt einfach. Ich habe jetzt keinen Bock hier Titeleinstellungen zu ändern. Ja, wir sind auf jeden Fall wieder zurück auf dem Weg nach Lorne. Unser Vater wird uns wahrscheinlich erstmal eine reinhauen. Na, sag ich doch. You have disobeyed me for the last time. Wo habe ich das wohl gewusst? Please do not be angry with Asbel. He saved my life. Respectfully, Your Highness, your life was in danger only because he spirited you away. This is untrue, Lord Aston. I asked your son to show me the town. If there is blame to be assigned for our actions, it belongs to me alone. Richard. As you wish, Your Highness. I will forgive Asbel's role in the threat on your life. I am grateful, Lord Aston. But this is not over, Asbel. I told you to avoid Lont Hill, and you disobeyed me. And worse, you made Hubert and Sherry a lie to shield you. The search party was delayed for hours as a direct result of your actions. Als ob die nicht alleine zurück nach Land gefunden hätten. You are confined to your room until further notice. Fine. I'm sorry, Asbel. I tried. That's okay. Who knows what he would have done if he hadn't said anything. Thanks. Ich stehe übrigens noch direkt vor euch. I fear I have more news, Prince Richard. While you were out, we received an urgent message. Your father, the king, has taken ill. You have been ordered back to the capital without delay. My father is sick? I'm afraid so. You should prepare to depart at once. As we cannot allow Bryce to remain unguarded, I will escort you back myself. I understand. Hubert. Yes, Dad? You will join us as well. You're taking me to the capital? Why does he get to go? Because you are confined to your room. Or are you so thick-skulled that you've already forgotten? Hubert gets all the fun. I'm sorry, Asbel. Don't worry, little brother. Have a good time, okay? Oh, okay. I'll buy you a bunch of souvenirs. He gets a vacation and I get punished. Just great. Tja, das nennt man das Leben. It might take a little while, but I'll come back to Lont someday. If you're ever in the capital, you should come see me. I'll show you around the castle. Oh, I'm definitely there. Wait, here. It's not a reward. I'm just lending it to you. When you visit the castle, show this to the guards. They'll let me know you've arrived. Gotcha. In that case, I'll hang on to it. I wish I had more time here, but I have to go. Okay, I'll see you around. No tears, my wife. This is in Hubert's best interest. No, it's just... Hey, Hubert, take this with you. What is it? It's a good luck charm. It'll keep you from being scared, even when I'm not around. Hey, I don't get scared. That's enough, Hubert. We must be off. Okay. Farewell, Lord Aston. Young Master Hubert. Goodbye, my son.
See you, Richard. So long, Hubert. Buy me something really cool, okay? Forgive me, Master Asbel, but... Yeah, I know. Back to my room. Richards Ring erhalten. Ja. Damit können wir ihn besuchen. Da wir aber Stubenarrest haben, ist er gerade ein bisschen schlecht. No door can hold me back. I'll just tweak this wire here. Turn it like this and still locked. Well, crap. I really wanted to see the Capitol. I might have been able to find someone who knows about Sophie. You call that though? Sophie? What are you doing out there? Ich stelle mir nur gerade so vor, wie sie einfach nur so strunzdumm vor der Tür steht und auf Aspel irgendwie wartet. Dieses Bild ist einfach nur Hammer. There's lots of people there, so I thought one of them might recognize you. That's why I want to go. But oh, well, all right then. Let's sneak out of here and go together. Quick, open the door. This one's open. Damn, now what? Awesome, move away from the door. Huh? Okay. Yeah. Holy cow! It's open. Sie ist aus Versehen umgekippt. It didn't open. You broke it down. Well, whatever. But we better go. The whole manor probably heard that. Okay. So. Die Tür wurde wieder schön eingelegt. So, prüfen. Oh je, die Karte sollte ich lieber verstecken, bevor Vater sie sieht. Ja. Achso, ich dachte, da wäre noch irgendwie was anderes Wichtiges. Von Bedeutung. Reise zur Hauptstadt Barona. Ja, gucken wir uns noch jetzt hier um. Weil vielleicht finde ich ja noch wieder irgendwie Skizze oder was weiß ich. Nein. Hallo Mama, tschüss Mama. Anscheinend nicht. Ja, naja. Verpasse ich wieder irgendwie was und dann stehe ich da. Nee, dann kommen wir nicht ans Ziel. Wieso ist eigentlich dieser Raum hier so tabu für uns? Er ist sowieso jetzt nicht da. Na gut, Speicherpunkt. Kein Skit. Haben wir voll AP? Wir haben voll AP. Dann ist das egal. So, Reise zur Hauptstadt Barona. Wenn es weiter nichts ist. Ist hier vielleicht noch irgendjemand? Können wir Cherries Haus betreten? Habe ich auch schon die ganze Zeit nachgeguckt, aber geht anscheinend nicht. Nee, wir können irgendwann später zurückkommen. Na gut. So, Waybrücke, da ist auch bestimmt geht. Nein, okay. So, ich kaufe mir mal ein paar Tränke des Lebens. Und hallo, ein Handbuch zum Handanlegen. Hier kannst du die manuelle Einstellung festlegen und alle Kampfaktionen selbst ausführen. Oh, das will ich mir aber jetzt noch nicht kaufen. Weil ich spiele sogar auf manuelle Steuerung, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie praktischer. Aber im Moment ist das noch nicht notwendig. Erzwingen lässt sich nicht. Er lässt sich nicht. I'll protect you until we find your family. But what happens then? What happens after you find my family? Will I have to leave like Richard did? Yeah, but you'd be happy. Trust me. If I become happy, would I smile like you are right now? Yeah, maybe. Kajoink. Why are you pinching my cheeks? What a funny smile. I can't talk. Merkwürdig. Okay. Aber sieht doch süß aus. So, kämpfen. Ich brauche ein bisschen Training. Alter, das kann so weit. Das kann nicht so weitergehen, mein Gott.
so fertig, wie uns diese Pedobären gemacht haben. Warum? Womit der so viel? Der hat ja genau. Egal. Das Viech einfach um von mir. Was soll das denn? Was hat denn für ein Angriff? So. Ich brauche ein paar Erfahrungspunkte und ein paar Titel. Also nicht Titel, aber Punkte von den Titel. Fähigkeiten von den Titel. Ihr wisst schon, was ich meine. So, hier, komm her. Boah. Ja, schon, der macht sich breit. Siege mit einer 4-Art Gräber. Die haben Anforderungen. Aua. Drunken Blade. Ich geb wieder um. Und der hat voll viel. Aber erstmal machen wir dich platt. Jetzt kommst du ran. Zack. Boah, da hat viel abgezogen. Wenn wir schon mal bei Strategie waren, da kann ich auch ein bisschen besser erklären. Wir können ja einstellen, wie sich Charaktere verhalten, was sie für Dinge einsetzen, oder gehe ich lieber noch nicht drauf. Das habt ihr jetzt nicht gesehen und ja, hier können wir einstellen, wann die uns heilen, wie oft sie angreifen oder verteidigen, wen oder was sie angreifen, was für Art sie einsetzen. Das ist aber noch nicht sehr wichtig im Moment. Und ja, ich würde dann mal sagen, ich mache sie auf offensiv, damit sie ein bisschen öfter angreifen. Weil sie steht manchmal wirklich nur noch rum und macht gar nichts. Okay, sie heilt uns meiste Zeit, aber trotzdem. Ei. Und kritische Vitalität erlernen. Aber diese kritischen Bonus überhaupt sind, da weiß ich gar nicht so genau. Kannst mir nur denken, aber das ist auch im Moment noch nicht so wichtig. Er bekommt alles später erst Bedeutung. Das ist das Problem, deswegen kann ich noch nicht alles erklären. So, Sophie, jetzt mach bitte auch ein paar Leute Platz. Du bist Level 9, 8. Müsste doch jetzt langsam auch sein. Aua. Und wie kommt es, dass alle Viecher mich losgehen? Sie steht auf wirklich nur darum, macht gar nichts. Ist das Absicht? Dabei zieht sie bestimmt viel mehr ab als wir. Lass mich mal gucken. Oh, Ausrüstmenü, ja, okay. Rüstet man sich aus, das muss ich ja wohl nicht erklären. Also sie hat 95, er hat 59 und sie hat 87. Also P-Angriff, das ist physischer Angriff. SK erhöhen. SK stellst du durch Schwaden, Bewegen und Abwehren wieder her. Und SK erhöhst du auch durch Angriffe. Je mehr Treffer du landest, desto mehr SK kannst du im aktuellen Kampf einsetzen. Essens Schwert hat einen SK-Maximalwert von 6. Schau einfach mal, ob du diesen Wert erreichen kannst. Ja, das haben wir ja schon ein paar Mal. Da können wir Tornadoschlag einsetzen. Ja, nicht Tornadoschlag. Tempest Blade, was weiß ich. Schon wieder vergessen, wie der Angriff heißt. So, und da sind wieder ein paar Gegner. Da. Ja, ein paar Gegner muss ich hier leider on screen wegbattlen. Ach, kack. Weil auf screen würde ich das ungern machen. Weil so lange dauern die Kämpfe ja auch nicht, oder? Helf mir doch mal, Sophie. Ich mache mich fertig. Ich bin nur ein kleines Kind, Mann. Da, Tempest, jetzt habe ich nicht gut gehalten. Sturmschlag, mein Gott. Ja, Tempest, ja, klar. Und wieder was. Erste Hilfe verbessert, das ist doch schon mal gut. So, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Und wir machen im nächsten Part dann weiter. Ja. So läuft das bei verschiedenen Parts ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part. Hoffe ich. Tschüss. Guckt auf den nächsten Part. Bye bye.